Hallo und herzlich willkommen zu Sophias Pinke Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese süßen und noch dazu leckeren Hotdogs zu Hause ganz einfach nachmachen könnt. Hier auf dem Bild seht ihr alles, was ihr braucht. Das sind Hotdogbrötchen oder alternativ auch Baguettebrötchen, wenn ihr keine Hotdogbrötchen bekommt. Dann einige Käsescheiben, Würstchen, da könnt ihr einfache Bockwürstchen nehmen und Dekoaugen, wenn ihr habt. Und nach Belieben noch zum Dekorieren Ketchup, Mayo oder Senf. So, dann geht's auch schon los. Ihr müsst die Hotdogbrötchen ganz einfach in der Mitte aufschneiden. Manchmal sind die schon vorgeschnitten. Einfach in der Mitte einmal teilen. Passt auf, dass ihr nur so eine Tasche schneidet und dass ihr das Brötchen nicht ganz durchschneidet, dann hält das besser. Dann könnt ihr die Würstchen warm machen und die dann hier schon reinstecken. Jetzt wollen wir für unseren Hotdog ganz süße Ohren machen. Und die schneiden wir jetzt einfach mit der Hand raus. Ganz leicht geht das, wenn ihr einfach zwei Käsescheiben übereinander legt und dann einfach so süße Hundeöhrchen ausschneidet. Und dann habt ihr nämlich genau die gleiche Größe. Die könnt ihr dann hier auflegen. Hier seht ihr schon, das bekommt die Form eines kleinen süßen Hundes. Und wenn ihr hier noch Dekoaugen und ich habe jetzt hier Mayo und Ketchup genommen als Nase. Ihr könnt aber auch nur mit Senf oder nur mit Ketchup dekorieren. Das macht überhaupt nichts. Und dann habt ihr so süße Hotdogs, die auf jedem Buffet oder einfach nur so zum Mittagessen ganz lecker schmecken und noch dazu toll aussehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Gefällt mir da oder abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sophias Pinke Welt mit Sophia. Tschüss!